Die Neckarsulmer Sportunion in der Oberliga wird Ihnen präsentiert von der Fahrschule Academy SGH in Heilbronn und der Akin Wohnbau GmbH in der Gymnasiumstraße 63 in 74172 Neckarsulm. So, Marcel Busch haben wir hier, den Trainer der Sportunion nach der 1:3-Niederlage in Bruchsal. Ja, Marcel, woran hat es heute gelegen? Ja, ich glaube, dass wir gut angefangen haben und dann mit dem Tor 1:0, was uns eigentlich mehr Sicherheit geben hätte können, haben wir irgendwie den Faden verloren und dann keinen Zugriff zum Spiel mehr bekommen. Also die Niederlage geht völlig in Ordnung. Bruchsal war griffiger, war gedanklich schneller und wir haben schon versucht zu reagieren, sowohl taktisch als auch personeller Natur. Aber wir haben es heute durch die Bank nicht geschafft, da ins Spiel richtig reinzukommen. Wobei es ja gar nicht so schlecht angefangen hat, das 1:0, da war auch verdient aus meiner Sicht. Dann aber war irgendwie ein Bruch und man hatte den Eindruck, dass Bruchsal uns auch mit Kampf so ein bisschen Schneid abgekauft hatte. Täuscht dieser Eindruck? War es für dich ähnlich? Ja, also ich will meiner Mannschaft überhaupt nicht absprechen, dass sie irgendwie nicht gewollt hätte oder so, überhaupt nicht. Aber es war genau so. Wir haben wirklich gut angefangen. Ich fand auch in dem Moment auch verdient 1:0 geführt. Und dann ab dem Zeitpunkt hat sich Bruchsal da richtig reingekämpft. Und es gibt so Spiele, wo man dann irgendwie immer einen Schritt zu spät kommt und nicht richtig reinkommt. Und das haben wir bis zur 19. Minute abstellen können. Es wäre dann wünschenswert gewesen, dass du halt mit einer Führung in die Pause gehst. Dann wird es auch ein bisschen anders. Und dann haben wir ja kurz vor der Pause das 1:1 gekriegt. Und dann, nochmal, war definitiv ein verdienter Sieg für Bruchsal. Zweite Halbzeit sah es dann eigentlich wieder besser aus, aber hat dann die individuelle Klasse auch von einem Mo Amelhaft den Unterschied gemacht? Ja, also bei dem Tor, das macht er sensationell gut, das wussten wir auch. Der Grozetis ist ein richtig guter Spieler. Ja, wir haben aber auch individuelle Klasse. Nur die haben wir heute halt einfach nicht auf den Platz gekriegt. Wir sind halt nicht mit Tempo an den Gegenspieler vorbeigekommen. Das wirkt halt alles ein bisschen müde, gedanklich, nicht 100% da. Aber ich werde da sicherlich meine Mannschaft jetzt so sehr kritisieren. Die hat 2 Wochen super gut gespielt. Jetzt haben sie einmal ein schlechtes Spiel gemacht und das gehört auch dazu. Ist natürlich schade, weil wir schon hierher gefahren sind, um einfach noch 3 Punkte mitzunehmen. Was können wir denn aus dieser Niederlage lernen, Marcel? Ja, das Gefühl, dass es kein Selbstläufer ist. Ja, das, ich glaube, das ist auch eine wichtige Geschichte, wieder aufzustehen und zu merken, hey, es funktioniert nicht einfach mit Halbgas, sondern wir müssen wirklich unsere PS auf den Platz kriegen. Und ich glaube, das ist die größte Herangehensweise für nächste Woche wieder. Perfekt, vielen Dank. Dankeschön. So, wir haben noch Thorsten Damm, den sportlichen Leiter der Sportunion. Ja, Thorsten, 1:3, erste Saisonniederlage. Woran lag es aus deiner Sicht? Das ist, wie lange habe ich Zeit? Also eine Minute. Ich versuche es kurz zu machen. Ich glaube, heute war einfach nicht unser Spiel. Aber es ist auch nicht so, dass wir dann nicht hätten aktiver eingreifen können. Ja? Und deshalb bin ich auch relativ enttäuscht, weil es ein Spiel war, in das wir nicht alles investiert haben, obwohl wir es in der Halbzeit nochmal versucht haben, uns einzuschwören auf die zweite Halbzeit. Aber im Endeffekt ist es blöd zu sagen, ich hätte mir gewünscht, wir gewinnen das Spiel, haben es jetzt 3:1 deutlich verloren. Und wenn man die Anzahl der Chancen sieht, die wir zugelassen haben, drückt es eigentlich so ein bisschen die Einstellung aus, die wir zum Spiel hatten oder die wir nicht gefunden haben. Was hat denn Bruchsal besser gemacht heute wie wir? Bruchsal war die Mannschaft, die man kennt, ja, die so eine Mischung zwischen Teamgeist und mit diesen schnellen Spielern einfach mal sagen, komm, spielt ihr mal. Also sie haben aber schon auch gut Fußball gespielt, das darf ich nicht falsch verstehen. Aber so die Tore, wie sie gefallen sind, Ball erobert und einen langen Ball auf die schnellen Spieler, die das dann die das gut ausspielen. Und damit sind wir nicht zurechtgekommen. Ich glaube, wir haben einfach nach dem frühen 1:0 auch schon gedacht, läuft schon. Ja? Das 1:0 hat uns nicht gut getan, weil es gefühlt so eine Selbstläufermentalität reingebracht hat. Und das war fatal. Der Trainer von Bruchsal, Mirko Schneider, ist ein guter Freund von dir. Was gibt es da nächste Woche von ihm? Wird es da hohen Spott? Oder musst du da irgendwie ein Bier zahlen? Oder? Nee, das ist...
Das ist eine gute Frage, weil es genau das ausdrückt. Der Mirko ist ein Kenner der Liga und sieht seine Mannschaft sehr realistisch, weiß, wo sie anzusiedeln ist und findet genau die Mittel, wie sie Spiele gewinnen können. Und so waren wir heute ein klassisches Opfer dieses Realitätsbewusstsein von Mirko Schneider. Von daher ziehe ich den Hut. Ist aber natürlich begleitet auch von ein bisschen Enttäuschung über die Leistung unserer Mannschaft, weil wir das null wahrgenommen haben. Ja, wie Bruchsal spielt, wie müssen wir spielen und so ein bisschen Tiki-Taka, aber nach vorne nicht gefährlich und dafür im Mittelfeld den Ball zu verlieren, das spielt Bruchsal in die Karten und das haben wir heute leider ziemlich gut gemacht. Ist das auch die Lehre des Spiels? Das ist definitiv die Lehre, aber die gleiche Lehre hatten wir letztes Jahr schon gegen Bruchsal und das ist das, warum ich auch sage, ich hätte mir gewünscht, dass wir das heute anders aufziehen. Und ja, wir wollten das Spiel gewinnen beim Stand von 1-1 und jetzt sagen wir, hätten wir lieber mal einen Punkt mitgenommen. Aber das ist das, wo man sagt, mir geht es gar nicht um 3 Spiele, 3 Siege, aber dass wir genau das gelernt hätten, was wir jetzt so ein bisschen gedacht haben. Wir haben in Freiburg ein Spiel gedreht, wir haben gegen Ilshofen das Spiel dominiert und gewonnen und heute diese bisschen wieder einfach dem Gegner in die Karten spielende Spielweise, das hätte ich mir gewünscht, dass wir das genau nicht machen, aber war leider so. Okay, danke Thorsten. So, wir haben Mirko Schneider hier, den Trainer vom 1. FC Bruchsal. Glückwunsch erstmal zum Sieg, danke. Zum verdienten Sieg, muss man auch sagen. Ich habe Sie ein bisschen beobachtet, saß neben Ihnen. Sie sind schier ausgerastet, die vielen Chancen, die Sie nicht verwertet haben. Wie ging es Ihnen da auf der Bank? Ja, nicht gut. Also erstmal bin ich natürlich froh, dass wir das Ding heute gewonnen haben. Sie haben es schon gesagt, wir haben so viele Torchancen schon in der ersten Halbzeit gehabt. Das war auch so das Manko der letzten 2 Spiele, haben wir ja kein Tor bisher geschossen gehabt. Aber trotzdem in den Spielen eigentlich relativ, ich will jetzt sagen gut, aber ordentlich performt und Chancen gehabt. Und dann ist es halt einfach so, dann kommt der Kopf dazu, bis dann mal das erste Ding drin ist. Und als wir dann den Ausgleich endlich gemacht haben, hatte ich da schon die Hoffnung, dass wir auch dann nachlegen können. Weil ich glaube, unterm Strich waren wir ja schon heute ja, die bessere Mannschaft. Und wenn man sieht, wie viele Chancen wir hatten, hätte es eigentlich schon in der Halbzeit gut und gerne 2-3-1 für uns stehen. 3-mal Aluminium? Ja, plus noch der Albin Sahidi, der am Torwart vorbeischießt und einer von Negasun den Ball noch auf der Linie klärt. Und ja, deswegen bin ich einfach nur froh, dass wir heute uns belohnt haben, hinten raus. Und es wird uns Auftrieb geben und da bin ich sehr zufrieden natürlich. Der Thorsten Damm, den Sie ja sehr gut kennen, meinte, Sie wissen ganz genau, wie Sie in Bruchsal Punkte holen. War das heute genau so, dass Sie wussten, wie man eine Kassung schlägt? Ach, hinterher könnte man das jetzt immer leicht sagen. Ich meine, wir haben uns gut vorbereitet, wir haben versucht, den Gegner zu analysieren. Macht ja aber wahrscheinlich jeder. Ist jetzt nichts Besonderes, muss man ja auch in der Liga. Haben uns gut vorbereitet, aber am Ende zählt es halt auf dem Platz, ne? Wie es die Jungs umsetzen. Dass man auch ein bisschen Spielglück hat, so wie jetzt bei dem Lattentreffer-Volley, der Pfostenschuss. Dass die Jungs dann auch sich belohnen und so ein Auftrieb dann kommt. Und, klar, wir wollten schon so eine gute Mischung zwischen Offensive und Defensive haben. Am Ende ist es dann aufgegangen. Kann man jetzt natürlich schlaue Sprüche klopfen am Ende, aber das will ich gar nicht. Ich bin einfach nur froh, dass wir gewonnen haben. Hat dann am Ende auch so ein bisschen die individuelle Klasse von dem Mo Amelhaf ausgemacht oder war es eine Mannschaftsleistung aus Ihrer Sicht? Also aus meiner Sicht war es definitiv eine Mannschaftsleistung, weil wenn ich sehe aus der Komlan Akbeken Jadan, der am Ende dann rechts noch aushelfen musste, der akrobatisch noch Bälle dann in der Luft per Fallrückzieher erklärt. Also wie die Jungs sich reinhauen. Und ich freue mich natürlich auch für den Mo, dass er jetzt endlich mal wieder sein Tor hat. Weil er lebt macht er gern gegen den Kassel, muss ich sagen, leider. Ja, auch wieder ähnlich, nach innen ziehen. Aber da ist er halt schon sehr gut. Und ja, aber das ist eine Mannschaftsleistung, weil er kann das auch nicht machen, wenn die anderen Jungs nicht dafür arbeiten. Und wir sind froh, dass wir ihn haben, keine Frage. Aber war definitiv das Team heute das Spiel gewonnen hat. Wo geht der Weg jetzt hin vom 1. FC Bruchsal? Boah, erstmal nach Pforzheim am Freitag. Okay. Ja, jetzt haben wir ein Spiel gewonnen, haben jetzt mal 3 Tore gemacht. Ich denke, das hilft uns für die Mentalität, für die Stimmung. Es tut uns extrem gute Spaltsam auf die Seele. Wir wollen jetzt gar nicht irgendwie drüber nachdenken, wo der Weg hingeht. Wir müssen erstmal gucken, dass wir Punkte holen. Und das haben wir jetzt heute gemacht, Gott sei Dank. Und jetzt geht es am Freitag weiter und dann schauen wir mal, wo der Weg hingeht. Und wo sehen Sie denn in der Kassulmer Sportunion? Also für mich eine sehr gute Mannschaft, die ja letztes Jahr das auch am Ende der Tabelle schon angedeutet hatte. Spielstarke Mannschaft,
sehr viel Erfahrung aus meiner Sicht auf dem Platz, wenig Fehler. Also für mich eine Mannschaft, die definitiv einen guten einstelligen Tabellenplatz, denke ich mal, erreichen kann. Okay, perfekt. Vielen Dank, Mirko Schneider, und viel Erfolg. Sehr gerne. Vielen lieben Dank.